So, dann sind wir wieder zurück. Resident Evil Raccoon City, Operation Raccoon Hallo. City. Ja, wir haben ein bisschen ein paar Probleme gehabt. Wir mussten ein paar Mal das neue Spiel neu starten und die Einladung und Blond kam auch noch dazu. Naja, egal. Was? Ja, du bist jetzt immer zurück, ne? Von mir aus. Wir haben jetzt festgestellt, dass es doch geht hier, aber eben erst nach einer Neustarten des Spiels und Neueinladung. Jetzt konnte sie auch die Waffen auswählen, jetzt weiß er auch, wo das geht, das ist auch sehr gut. Ja, und jetzt habe ich diese komische Waffe, wo ich nicht weiß, wie man sie ausspricht. Abiter. Einfach das lesen, was da steht. Mache ich auch nicht anders. Ja, bestimmt heißt es jetzt so, aber ist egal. Das ist mir eigentlich auch völlig latte. Aber genau die habe ich jetzt, die hat mich 7000 EP gekostet. Ich hoffe, genau, dass sie genauso gut ist, wie da steht. So, dann drück mal Leertaste, damit wir dann auch loslegen können. Ja. Und ja, wie gesagt, ich bin ja der Meinung, und ich kann es ja wissen, ich bin ja schon hier alter Hase und so. Ich finde, du machst deine Sache sehr gut. Ne? Also. Dankeschön. Auch wenn ich in den Augen mancher vielleicht nicht multitasking-fähig bin. Was genau, ich sagen, gib's ihm. Aber... gib's ihm. Derjenige, welcher, der weiß schon, wer gemeint ist. Und genau. Der sollte vielleicht sich das mal so ein bisschen angucken, damit er weiß, wie das geht. Denn er redet auch nicht. In meinem viel. Alter reicht's halt nicht mehr, nur frech zu sein. Genau, das ist so. Ja, ich hab jetzt, eigentlich hatte ich das lauter gestellt. Und wenn ich jetzt nichts sage, dann hört ihr das auch. Aber ihr könnt es ja lesen. Ich meine, der labert ja einfach nur das, was da unten steht. Und dazu habt ihr halt das Video. Ärgert mich natürlich ein bisschen, dass es das extremst leise ist, obwohl ich das eigentlich doch schon ein bisschen lauter gestellt hätte, bevor wir überhaupt die erste Folge irgendwie nochmal jetzt hier wieder. Ja, das ist das Einzige, was ich auch nicht so gut finde. Wenn man es laut stellt, ist es entweder zu laut oder es ist zu leise. Weil so einen guten Mittelweg gibt es hier nicht wie dem. Nee, das ist extremst schwer hier einzustellen, zumal man dann immer wieder aus der Lobby rausgehen muss, um das einzustellen. Das sollte man irgendwie in der Lobby einstellen können, das wäre irgendwie besser. So, jetzt muss ich einfach kurz was schießen. Ja, du passt schon. Du hast, oh, das ist eine Waffe. Das diese Art, bitte, oder wie es heißt. Naja, dann damit hast du dir aber ein Sniper-Gewehr genommen. Das ist natürlich, ne, gut, wenn du damit klarkommst, ja, dann... Schon Dank. Du weißt doch also, Snipern konnte ich schon immer gut, auch bei CS. Also. Ich weiß nicht, ob ihr euch interessiert, aber ich glaube, ich habe Leo. Muss man erstmal so gedacht haben, ne? Weißt du, aber wer mich nicht gelästert, ich weiß nicht. Ja, das ist halt so. Ich auch mal so ein bisschen pervers werden, vielleicht wird er nicht mehr gelästert. Ja, das wollen die doch, das wollen die. Ich glaube, wir haben jetzt schon drei Datensätze aufgesammelt, ne? Naja, ich gehe mal hier an alle Türen rein. Ich glaube, bei Frauen wirkt es eher sehr unerotisch, wenn die von Blähungen erzählen. Schallgedämpfte MP aufnehmen. Ich kann ja mal gucken. Oh, die hat mehr Muni. Jo, dann nehme ich die jetzt einfach mal. Ich habe auch schon Datensätze gefunden, so ist es ja nicht. Ich nehme einfach mal die MP hier mit, vielleicht ist die ja... Wie viel Türen nehmen wir auf? Hier gibt's Muni. Munition auffüllen ist voll. Ach, guck mal. Also, ich glaube, ich hab's alle da. Ich hab gelesen, Raccoon City Hostel, aber das hieß wohl Hospital, weil das ist ja wohl Krankenhaus. Ja, ich glaube, du hast die falschen Filme geguckt. Ach, hier brauchen wir eine blaue Karte, also die von einem Betrunkenen. Genau, die besoffenen Karte. Die afroamerikanische haben wir ja doch noch. Ja, die haben wir ja gefunden, genau, wollte ich gerade sagen. Die afroamerikanische. Die haben wir. Gehe nicht über los, ziehe keine afroamerikanische Karte ein. Und wir. Ja. Aber haben sie ja dann am Ende doch bekommen, so bist du jetzt auch da. Ob da drin steht. Nee. Das war ja Berto, der Bersa, wie sie ja so schön heißt. Naja, ne? Jetzt macht oh, was ist hier los? Mit ihrem Namen schlecht. Ein Video und die Tür ist wieder zu. Und? Guten Abend, Umbrella Security Service. Habt ihr euren Freund Nikolai vergessen? Ihr habt also meine kleine Ablenkung beim Rathaus überlebt. Diese UBCS-Verräter. Was hat er vor? Leider möchte mein Kunde nicht, dass ihr unser kleines Projekt stört. Deshalb habe ich zur Beschäftigung etwas Spielzeug für euch. Na, das ist aber süß. Und sehr nett von dir. Guck mal, wo die mal rausgekrochen kommen. Oh, meine Waffe ist so leise, ich höre die ja nicht. Muss nachladen.
Die ist sehr, sehr, sehr schnell leer geschossen, muss ich ehrlich sagen. Bei meiner reicht ein Schuss und die sind tot, das ist sehr gut. Ja, der muss ja... Ja, ich hab schon wieder... Ich hab eine andere Waffe. Die MG, die ich da hatte, die war bis jetzt am besten. Boah, das ist alles so schnell. Ich glaube, ich muss nochmal eine Option hier nach. Also wenn wir wieder in der Lobby sind. Jetzt ist mir der Nektor vor die Linse gesprungen. Gibt's nicht sowas? Boah, das lässt sich überhaupt nicht spielen, ne? Was ist denn jetzt hier los? Das ist alles viel zu schnell. Die Maus ist viel zu empfindlich. Keine Munition mehr! Eine Falle! Einige Zombies haben Sprengstoff! Geht auf Abstand! Oh oh, geht auf Abstand, Jungs und Mädels. Terroristische Zombies mit Sprengstoff. Aber echt, Taliban-Zombies! Salafisten? Salafisten, ja. Salafisten? Salatfisten. Wunderbar. Ey, da wollte mich gerade ankotzen. Weihnachtseier und Thailand feiern. Ja. Ja. Den Humor, den muss man erstmal verstehen. Da kann nicht jeder mit. Ja, das ist schwierig. Aber weißt du, was mir gerade so einfällt? Nee. Ohne dass ich jetzt hier Randgruppen angreifen möchte. Wieso sind in diesen Spielen die Korrupten und Bösen immer die Russen? Ha. Interessante Frage. Sag mal, kann ich das nicht irgendwie in den Optionen und einstellen? Das ist viel zu schnell, Mann. Damit komme ich einfach nicht klar. Wenn du hier Antivirus-Spray brauchst, hier steht auf dem Boden. Nur mal so. Ich komme da, wo ich eigentlich hin müsste, nicht hin. Auf den Controller. Das muss ich erst tatsächlich erst woanders einstellen. Ja, ja, wie Antivirus-Spray gibt es ja hier ohne Ende. Hier gibt es eine Splittergranate, wenn du die möchtest. Ja, ist doof, mich anzukotzen, du Sau. Splittergranate. Oh, hier gibt's einen Datensatz. Was ich mich immer frage? Meine kleinen Spielereien funktionieren perfekt. So, jetzt darfst du wieder. Wieso heißt denn dieses komische Gebäckteilchen Granatsplitter? Hm. Vielleicht weiß das ja irgendjemand in deiner Fangemeinde. Ja, genau, das ist eine Abonnentenfrage. Warum heißt Granatsplitter Granatsplitter? Und wir meinen jetzt natürlich nicht den Granatsplitter von der Granate. Sondern dieses süße Gebäck, was in der Bäckerei ist. Aussieht wie so ein Türmchen mit Schokolade. Wo mich jetzt die Frage stellt, kennt ihr das denn überhaupt? Der eine oder andere wird es bestimmt kennen. Ja, sicherlich. Die Frage nicht, dass die denken, Granatsplitter, was ist denn der von uns? Nein, natürlich. Ganz normaler Granatsplitter. Hier, so kann man essen. Man kennt ja auch hier Granatäpfel und so. Da fragt ja auch jeder, Äpfel, Granate, ne? Sondern ganz normal, ne? Gibt's ja bei jeder Bäckerei, wie du schon sagte. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Doch da lang muss ich. Mann, ey, das geht mir alles zu schnell. Die Maus ist viel zu empfindlich. Das kann ich überhaupt nicht leiden, so. Das war doch vorher nicht so schlimm, Von ihm hier weg, da ist ja vielleicht nicht am Killen. Ja, wir müssen da runter, vorher habe ich nochmal interagieren. Hier. Ach, wir müssen hier runter. Ich dachte. 300 EP und 3 Galeriegegenstände habe ich hier unten Spray. Denkst, wir finden nochmal so ein Waschbär. Hallo, mein Name ist Waschbär. Haben Sie bestimmt Zeit für mich? Ah, weißt du, wo du so Granatapfel gesagt hast? Kann ich eigentlich ganz witzig dir vor, so eine Handgranate in so einem Apfel verstecken. Boah, das hätte denen den Krieg auch noch gefehlt. Okay, der Frontgranatapfel war eine neue. Keine Munition. Ich hab keine Munition mehr und nu. Ja, da liegt Munition. Ist doch nicht viel. Ja, ich weiß nicht, die Waffe überzeugt mich nicht. Ich werde mal bei meiner anderen Gruppe geblieben. Ja, Vektor, da hat's dich weggehauen, wa? Hat dich umgepasst, der Kleine. Ich weiß nicht, der Vektor springt einem aber auch immer vor die Flinte. Ich glaube, der ist selbstmordgefährdet, der erträgt das hier nicht mehr. Ja, ich glaube, der macht ja mit Absicht, ja. Tür ist verriegelt. So, bitte erschieß mich doch. Ich will ein anderes Leben. Ich mag nicht mehr. Mach mich mal tot. Oh, die habe ich auch schön erwischt. Noch mehr von so einen Viechern hier überall. Aber ich muss ja sagen, ich glaube, das bist du hier, ne?
Ja, die Figur, die von hier, von dem Almi gespielt wird, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber für so einen Einsatz ist die Frau sehr stylisch angezogen. Ja, die mit dem Mundschutz und so. Ja, und weil auch was anhat, dieser Mantel, der... Ich brauche Kugeln! Ich schmeiß euch ja mal mit einer Granate. Den Mantel würde ich auch anziehen, wenn du deine Lupo anhat. Hohoho, die Granate hat gesessen. Und die auch hier, komm. Mampf. Eins von 20 Überwachungskameras zerstört. Aha, das könnten wir also auch noch nebenbei machen. Die hast du gar nicht beachtet. Ja, zum Glück, Mann, gibt's eine Pumpgun. Ich brauche immer noch. So, Messerattacke! Ja. Gut, Zitter ist mit der Wendung, aber die Knüchte gesprungen, also der kannst nicht lassen, glaube ich. Die Infektion hat mich erwischt. Na, gleich mal Anti-Spray nehmen hier. Anti-Spray. Ach, wir sind... alles klar, von hier sind wir ja gekommen. Oh, lag da ein Datensatz? Na, her damit. Immer her damit. Also, ich bin mit der Waffe sehr zufrieden. Muss ich sagen. Ja, darf ich noch mal einer Weg hier meine Pistole nehme. Das wäre ja, das finde ich. Ach, hier ist Moni. Ja gut, das weiß ich auch. Sollte mich da echt mal. Haben dich diese Zombies auch schon angespuckt hier? Ja, ja, die sind so voll am Spucken. Spuckzombies könnte man sagen. Hast du ein Antivirus-Spray? Hast du ja noch, ne? Ja. Muss man überhaupt hin? Ah, da lang. Okay. Weil der Antivirus-Spray steht hier oft rum. Weißt ja, Minimap ist nicht mein Ding. Hier ist ein Datensatz hinter dir. Geh mir mal aus dem Weg. Ja. Das hab ich dich, hast du gesehen, ich hab dich zurückgeschoben? Nee, ich bin zurückgegangen. Okay. Finden Sie die schwarze Munition. Hast du Munition gesucht? Ich hab schon. Ich bin hier weit voraus. Was zum Teufel ist das? Dann sagt man vorsichtig laden, ne? Wir müssen höllisch aufpassen. Ah, hier geht's also weiter. Ah, da bist du ja schon. Benötigt schwarze Karte. Hast du eine schwarze Karte gefunden? Nein. Ich habe weder die blaue noch die schwarze. Noch irgendeine andere Karte. Zum Glück, Mann, gibt's eine Pumpgun? Ja, da können wir nicht rennen. Das heißt, wir müssen erstmal die schwarze Karte finden. Ohne schwarze Karte gibt's keinen. Das ist ja wieder jetzt eine Aufgabe, ne? Ah, hab's so. Was gab's denn hier zu essen? Sag mal, die essen auch nur Schnitzel und Pommes, das ganze Krankenhaus. Ja, das ist billig, das gibt's immer. Hier so, hab aufgemacht. Aua, Likas! Und noch einer. Weg mit ihr. Und schon wieder hat er mich. Sag mal, ich bin aber beliebt hier bei denen. Die vertragen nur so viel, die Schweine. Hier. Oh, danke. Ja, so ist er, die Börse. Die macht das gerne. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich glaube, für jeden was. Ja, wo ist er denn hin? Ich hab gleich keine Muni mehr. Ja, Datensätze. Ich musste schon messern, aber irgendwie greifen hier alles sehr. Ja, das Schlimme ist, das ist so schnell mit der Maus. Guck mal, wo ich bin, hier gibt's Munition. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Ja, du bist ja auch total. Mist, hab nichts mehr. Ja, Mist, hab nichts mehr. Was haben wir denn hier? Ah, was haben wir da, Neo? Muni. Ey, guck dir das an, die ganze Magazin leer und ich hab nichts getroffen. Nix hab ich getroffen. Pass. Stirb doch mal, du Licker. Geh weg von mir. Oh, bei mir steht gerade Erfolg freigeschaltet. Und in welchen? Ohne Zunge, bitte. schön. Sehr zweifelig, wa? Wäre mir neu, dass du darauf
ohne Zunge und so. Komm, komm. Sag mal, hier ist doch Vector. Kannst du den... Das ist nicht Vector, oder? Hier steht Vector, aber der ist, weil der scheint tot zu sein. Alles zusammengefügt. So. Du bist wieder okay. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab nur den Namen gesehen, aber nicht, ich konnte den nicht wiederbeleben. Da ging doch, nicht. Ich hab den armen Vector gesehen. Mit Laserauslösern versehen. Bleibt wachsam und schießt, ohne zu zögern. Ohne zu zögern. So. Also wir können raus, wenn du bereit bist. Jo. Delta-Team, der EMP-Versorgungsheli ist auf dem Weg. Oh ne, das ist schon wieder so ein Lecker. Also mit der Waffe habe ich mir eindeutig keinen Gefallen getan. Ist einfach nur grottenschlecht. Also ich will meine MP wieder haben. Ich meine, MG, die ich da zum Anfang hatte, die war so genial geil, ey. Ja, treffen musste schon, ne? Sonst wird das nix. Ich hab's nicht richtig gesehen, Herr Ernst, aber... Fräuleinchen. Oh, lala, da wäre ich aber beinahe hier in die... Hast du noch ein Erste-Hilfe-Spray? Weil hier gibt's eins. Ich hab noch, danke. Und zum Glück, man, gibt's den alten... Verdammt! Vorsicht, Tretminen! Tretminen? Hat ein Hund hingekackt. Ja, scheinbar. Wird er dir von Tretminen erzählt? Schön, dass du... Ich hab dir jetzt voll in die Rübe geschossen, ey. Oh. Ich seh nix, ich bin blind. Hast du auch eine Blendgranate geschmissen? Ich hab ja nichts geschmissen. Nicht? Das warst du, das... Hast du was geschmissen? Nee. Stillhalt! Ich hab keine Blendgranate geschmissen. Ja, war denn... Na, sag mal, ich treff den nicht. So, und jetzt macht's gleich BOOM! Jawoll! Jetzt sind die Tretminen, von denen sie gerade erzählt haben? Ja, Beta ist gerade auf eine drauf gelatscht. Oh, naja. Oh, hier ist noch ein Spray, nehmen wir mit. Ja, und dann werden wir mal die Folge beenden. Hier vorher noch hier interagieren. Hier kann man interagieren, ja. Ich interagiere ja so gerne. So. Die Daten, das hast du jetzt aufgenommen. Okay. Ja, dann, genau, das machen wir später und das ohne Let's Play. Also ohne Let's und so weiter. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.